sind der Schalke Fanclub Mighty Blues, wurde 1981 gegründet, auf der Autobahn. Wir kamen gerade aus Worms von Auswärtsspiel, dort haben wir 3-0 gewonnen. Wir waren vorher in mehreren verschiedenen Fanclubs, vorhin ein Fanclub zum Teil, der hieß Ruhrtal. Aus diesem Fanclub kommt auch der harte Kern. So. Mein Name ist Uwe, vom Beruf asozial, weil ich arbeitslos bin. Und zur Club-Entstehung kann ich nur eins sagen, wir sind am Karfreitag gegründet worden, weil da sowieso nichts los war. Hund war begraben, ja, wir wussten auch nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir einen Club gegründet, Hauer Club ohne Ende. Warum die Schalke hauen? Weil sie eben Tricks sind, weil sie asozial sind, weil sie FC Mainland heißen, weil sie bei uns ist ein Revierkrieg. Der geht schon seit Gründung, Borussia ist gegründet 1909, seitdem geht es ohne Ende. Ja. Also wir nehmen nur Mitglieder auf die wir uns hundertprozentig verlassen können. Also die müssen echt zusammenhalten. Ne? Ja, die richtig, wir müssen zusammenhalten können, auf die wir uns verlassen können bei Schlägereien, dass die Leute richtig dabei sind. Und dass sie auch richtig reinhauen können und nicht nebenher laufen und wenn die ersten anderen Fans kommen, dass dann laufen gehen. Ja, die anderen provozieren uns immer und wir provozieren auch die anderen, sagen wir so, ne? Ja, und dann kommt es eigentlich zu Schlägereien. Außerdem, ich finde, man braucht eigentlich gar nicht zu provozieren, das kommt auch von selbst, die Schlägereien. Wir haben totale Todfeindschaft zum Beispiel mit den Dortmundern. Das ergibt sich von selbst, also weil das totale Lutscher sind. Weil wir total nicht abkönnen. Ja, warum? Erstmal sind das alles Juden und zweitens, ne? Total feige und so, viele Blagen sind dabei und außerdem reden wir viel Scheiß. Schalke sind Schweine. Also wo ich 8 Jahre war, da bin ich nach Schalke gefahren, da hatte ich noch gar keinen Plan davon. Wo? Bin ich hingefahren mit der Fahne, mit Mütze, stolz wie so ein König, bin ich da hingefahren. Dann kam da so Schalke an und so, da haben sie mir auf die Fresse gehauen. Wo? Ja, und darum hasse ich Schalke, weil ich als kleiner Junge auf die Fresse gekriegt habe. Und darum fahre ich jetzt die Schalke, weil das Schweine sind. Ich bin 17 Jahre alt und ich gehe zur anderen Schule. Und ich bin hier im Fanclub, weil echt, dass ich es besser habe, wenn man mit mehreren ist. Und da ist eine super Gemeinschaft bei uns. Und zu Dortmund kann ich nur sagen, auch eins Gute, eins Schlechte. Aber das Gute finde ich echt, die haben eine dürfte Kondition, weil die immer wegrennen müssen. Und das Schlechte ist, die haben alle U im Kopf für mich. Aber Dortmund echt, die kann man abschießen für mich. Vorsicht! Ich heiße Führers Sohn oder auch genannt Sid und ich hasse Schalke aus einem ganz einfachen Prinzip. Ich bin als 7-Jähriger nach Borussia gegangen und ich habe dermaßen die Schnauze vorgekriegt von ungefähr 15- bis 20-Jährigen. Das fand ich total affengeil. Und da habe ich mich entschlossen, die Schalker zu hassen ohne Ende, weil diese Schweine, ne, verbrannt werden müssen. Total, weil ich diese Schweine hasse wie Sau. Ich bin 19 Jahre und bin noch in der Ausbildung. Ich bin aus der Ausbildung rausgeflogen, weil ich viele Krankenscheine habe und so. Ja, und mich nennen sie jetzt in dem Fanclub Gasmann, weil ich, wenn ich im Stadion fand, nehme ich mal Kampfgas mit und so. Da ist auch die Sprühdose. Ja, dann sprühe ich mal ein bisschen rum. Warum denn? Ja, ich fühle mich irgendwie sicher, wenn da so ein Brocken raufkommt, auf mich zukommt oder was. Weil ich renne auf den zu, dann sprühe ich den an, dann weiß der, was los ist. Ja, dann kann ich den zusammentreten und so. Dann merkt er sowieso nicht mehr was los, wenn er Gas in der Fresse hat. Dann kriegt er keine Luft mehr, er sieht nichts mehr. Ja, dann habe ich leicht das Spiel. Ah.
Also das Besondere von der Russenfreunde ist, dass alle zusammenhalten, ne? Wenn wir zum Beispiel auswärts viel fahren, ne? Und einer hat kein Geld, zum Beispiel, wenn ich mal kein Geld habe oder ein anderer, ne? Dass dann zum Beispiel zusammengeworfen wird, dass wir nach München oder nach Berlin oder irgendwo hinfahren könnten, ne? Und wir halten alle zusammen, wenn einer Schläge kriegt, einer für alle, ne? Ist klar. Was passiert denn morgen? Ja, morgen kriegen sie so viele Schläge von uns, versuchen so viele Schläge verteilen, ne? Wie es überhaupt geht, ne? Warum wenn morgen in Krankenhaus geht, weil die starke Arschlöcher sind, die pisse ich an, Mann. Die kacke ich zu. Bei uns ist das so Tofte im Fanclub, wir sind alle Kollegen, wir halten alle zusammen, wir sind, ich weiß nicht, so um die 30 Leute jetzt. Und da ist einer für jeden da, da hat man richtig seine Kumpels auf Schalke, die hat man so in der Schule gar nicht. Das heißt, ich gehe jetzt immer in die Schule, ich bin jetzt 16 Jahre alt, bin seit 2 Monaten am Arbeiten, mache Gas- und Wasserinstallateur. Und da kann man mal richtig so sich unterhalten auf Schalke, eben nicht nur über Fußball, das ist eben über alles bei uns. Da steht einer für den anderen da und bei uns ist im Fanclub auch so, da kommt nie jeder rein. Wenn da jetzt einer ankommt zu uns und sagt, kann man bei euch im Fanclub kommen, dann wenn man den gar nicht erst kennt, dann kommt er erst gar nicht rein. Das muss auch schon irgendwie ein Toften sein. So. Und wie ist das, warum hast du die Dortmunder nicht? Ach, Dortmunder, ich weiß nicht. Ich hab mal da im Radio gehört, ne, da hat da noch irgend so ein Arsch gesagt, wenn Krieg wäre und ich wäre an der Front, hätte noch eine Kugel, da wäre ein Russe vor mir und ein Schalker. Da hat er gesagt, dann würde ich den Schalker umschießen. Aber ich glaube, dafür sind die Dortmunder zu doof. Die können ja nicht mal ihren eigenen Pimmel beim Pissen halten. So, wenn wir dann schon von Gelsenkirchen nach Dortmund fahren, die ersten gehen mal schon mal Bier aus und so, hat man vielleicht eine in der Birne. Und wenn man dann noch die ersten Dortmunder sieht und so die Bullenschweine, die wollen dann sowieso, die sind sowieso nur auf Radale aus. Und dann ist die Wut immer größer. Und wenn man dann so Dortmunder kriegt, so im Parks oder so, dann kommt das eben also überall, wenn man die schwarz-gelben Trikots sieht. Ne? Dann wird man irgendwie so wie so ein kleines Tier. Ja, und dann geht man drauf und dann ist fertig für die, dann ist vorbei für die. Dann werden sie immer auf die Birne kriegen. Das ist der Abschaum. Der Abschaum, den es überhaupt in Nordrhein-Westfalen gibt, ja. Oh, bist in Dortmund, aber als Tüfte, da waren wir mit 6 Mann in so einem Park, da waren 2 Dortmunder. Die haben erstmal tierisch platt gemacht und alles geklaut. Das ist immer gut, wenn man so ist. Echt, wenn ich ihn da so reintreten kann, das ist wie beim Bumsen. Das ist so ein kleiner Orgasmus, ist da bei mir. Echt, da wird mir immer da Blut heißen und so. Ja, ey, das ist super, das ist ein einmaliges Gefühl. Da gibt es nicht nochmal auf, wirklich. Mal ganz gut, ne? Da könnte man sich mal so richtig austoben. Dann hätten vielleicht die einige Fans mal, wenn sie mal einen Kopf kürzer gemacht. Das ist unsere Fahne, da ist unser Abzeichen drauf und alle unsere Namen. Ja, warum sind da Hakenkreuze drauf? Ja, die Hakenkreuze sind darum drauf, weil alle Polizisten und so uns als Asoziale und Nazis verschreien. Und weil wir uns dann auch so geben und weil wir zum Teil auch so geworden sind, eben durch die Polizei. Ne? Und überhaupt durch alle Ordnungskräfte, die bei Spielen und so überhaupt dabei sind. Das verstehe ich nicht. Ja, was hat die Polizei mit Hakenkreuzen? Also ich muss dir mal erklären. Es ist zum Beispiel so, wenn wir irgendwo anders auswärts ankommen, kommen aus dem Bahnhof raus, singen unsere Lieder, die Polizei will uns wegdrängen, wir lassen uns das nicht sofort gefallen, dann heißt es, ja so, es geht eine Seite, was wollt ihr überhaupt? Ihr seid überhaupt gar nicht für Fußball, ihr wollt nur Theater machen und drumherum. Und eben darum schreiben wir eben das gleich dabei, damit sie gleich wissen, was los ist. Und ganzen, dieses ganze blau-weiße Getümmel, das sollte man einfach ausrotten. Ich habe das Emblem hier entworfen. Das ist hier Mighty Blues. Und
Ich meine, wir haben das gemacht, weil das ein bisschen reißerisch ist, damit wir ein bisschen auffallen hier mit dem Fanclub. Es lässt sich auch ganz gut verkaufen. Außerdem soll das ein bisschen was gegen Juden und Ausländer und so sein. Das bedeutet eben, wir haben Rot reingebracht. Rot ist für Blut und Schwarz ist der Tod, ja? Und Gelb ist der BVB, ja? Ganz einfach. Dies ist unser Emblem, der Totenkopf mit Stahlhelm. Soll ein bisschen an die SS erinnern, da wir politisch fast alle total rechtsgerichtet sind. Rechtsradikal kann man es auch bald nennen. Wir hassen die Ausländer auch wie die Pest, weil sie zu viel hier sind und wollen hier einen Dick der Mäcki machen, genau wie die Dortmunder. Und was kann ich noch dazu sagen? Ich denke, ihr seid ein Fußballfanclub. Ja, aber ein bisschen politisch interessiert man sich ja auch. Man kriegt das ja alles so mit im Berufsleben, wenn die Ausländer einen den Arbeitsplatz wegnehmen. Und wenn sie hier abends durch den Straßen geht um 10 Uhr, sieht man 20% Deutsche, 80% Ausländer und die machen einen dumm an. Ja, und vor allem die Weiber labern die dumm an, die scheiß Türken. Gerade die Türken sind besonders schlimm. Ja. Und die Älteren so, rennen zu den jungen Mädchen und labern und kommen für 50 Mark, kommen mit um die Ecke und so. Ja, und so Leute hassen eben wie die Pest. Halt genauso hassen wir die wie die Dortmunder. Und überhaupt mit den Türken hier in Dortmund, ich meine, ich habe eine blonde Freundin, du kannst ja mal mit meiner Freundin abends hier durch Dortmund gehen. Gerade hier unten im Norden oder was, dann wirst du schon sehen, was da los ist. Du kannst also nicht 50 Meter gehen, ohne dass sie irgendwie angemacht wirst. Belästigt wirst. Und ganz einfach, wenn wir dann zusammen sind und die kommen an und gucken uns Dorf an oder machen da wieder ihre Spökskes oder was, ja, dann gibt's eben Randale. Wir stehen zu den Nazis, weil die Nazis Power gemacht haben. Und die Brüsselfront, die macht genauso Power. Und deshalb stehen wir zu den Nazis. Und das ist ja die Macht. Und da wir die Macht sind, ne, stehen wir auch zu den Nazis. Weil das die Nazis und die Brüsselfront, das sind die Macht. Die Fahne gibt es noch. Jörg S. hat sie gut verwahrt. Vor 15 Jahren war er Mitglied eines Schalker Fanclubs, der als Nazi-Club galt. Jörg S. war nie Neonazi, aber seine Geschichte zeigt, wie leicht man in einer solchen Gewalttruppe landen kann. Und wenn die Polizei nicht da wäre? Oh, das wäre manchmal ganz gut, ne? Da könnte man sich mal so richtig austoben. Dann hätten vielleicht einige Fans mal einen Kopf kürzer gemacht. Jörg S., heute 30, Handwerksmeister und Betriebsleiter, verheiratet, ein Sohn. München 1860. Was würdest du denn machen, wenn dein Sohn sich auch so einer Truppe anschließen würde, wo du mal drin warst? Ich würde versuchen, das irgendwie zu unterbinden. Irgendwie, also nicht jetzt zu sagen, nee, hör auf, sondern so auf einem vernünftigen Wege halt. Würde ich das versuchen. Warum? Ja, weil meine Einstellung hat sich da grundlegend geändert gegen den Gewalttätigkeiten, wie man sie früher hatte. Und mein Sohn sollte sich doch, soweit wie es geht, mit meinen Einstellungen dann auch identifizieren halt. Also heute sage ich dazu, das war früher zwar eine schöne Zeit, aber schon irgendwo falsch, was man früher alles gemacht hat, ob man da sich rumgeplästert hat, aber... Die schöne Zeit. Es waren die Wochenenden mit den großen Ausschreitungen rivalisierender Fanclubs. Ein anderes Mitglied des Fanclubs, Pluto, heute 33 Jahre, Angestellter, getrennt lebend, eine Tochter, früher bekannt als der Gasmann. Ich bin 19 Jahre und bin noch in der Ausbildung. Ich bin aus der Ausbildung rausgeflogen, weil ich viele Krankenschein habe und so. Ja, und mich nennen sie jetzt in dem Fanclub Gasmann, weil ich, wenn ich im Stadion fahre, nehme ich mal Kampfgas mit und so. Das ist auch die Sprühdose. Mann, dann sprühe ich mal ein bisschen rum. Warum denn? Ja, ich fühle mich irgendwie sicher, wenn da so ein Brocken raufkommt, auf mich zukommt oder was, weil ich renne auf den zu, dann sprühe ich den an, dann weiß der, was los ist, ja, dann kann ich den zusammentreten und so. Dann merkt er sowieso nicht mehr, was los ist, wenn er Gas in der Fresse hat. Dann kriegt er keine Luft mehr, er sieht nichts mehr. Früher war ich zum Beispiel ein Jünger. Und dann fühlte ich mich ein bisschen sicherer, wenn ich, sag mal, einen Schlagring hatte. Oder Gas, das war vielleicht mal ein paar Wochen, wo das so relativ modern war, dass man mit Gas rumgesprüht hat. Aber dann waren so Spiele abends, wenn man in Kaiserslautern gespielt hat, wo ich 20 war oder 21, da fühlte ich mich dann schon sicherer, wenn ich einen kleinen Knüppel in der Hand hatte oder einen Schlagring oder was. Und heute, sag mal, ist das so, brauche ich sowas nicht.
weil ich schätze mich also als guten Hauer ein und früher war man, sag mal, mehr ein Kind und da fühlte man sich sicherer, wenn man einen Schlagring hatte mit 20, 21, 22. Aber je älter man wird, umso weniger braucht man so Sachen. Anfang der 80er Jahre versuchte die Polizei mit drastischen Einsätzen der Gewalt Herr zu werden. Harte Strafen folgten, auch für Pluto. Und der Grund war vielleicht dann auch, dadurch, dass ich immer die ganze Zeit unter Bewährung gestanden habe, und zwar unter verschiedenen langen Bewährungen, und dass ich mit einem Bein eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger auch im Gefängnis gestanden habe. Und dass ich nur draußen geblieben bin, weil ich dann mit 24 oder mit 25 zum ersten Mal arbeiten gegangen bin in meinem Leben, dass ich dann auch mit 24 Vater geworden bin. Das waren dann auch Gründe, warum ich dann ein bisschen ruhiger geworden bin. Es war eine Zeit der Abenteuer auf den Straßen. Gewalt satt, aber ohne Politik. Das Thema Gewalt war für uns damals groß geschrieben. Wir sind zu Auswärtsspielen gefahren als geschlossener Fanclub, um dort andere Fans zu begegnen und sich mit denen halt auch rumzuprügeln. Das war für uns wichtig. Warum? Es war unser Interesse zu dem Zeitpunkt. Ich konnte mich damals auch damit identifizieren. Heute würde ich sagen, das ist Quatsch, ich mache das heute nicht mehr. Heute ist es in den Stadien ruhiger geworden. Vater Jörg S. muss keine Angst um seinen Sohn haben. Der Punkt für mich auszusteigen kam mit der Geburt unseres Sohnes, wo sich also mein ganzes Bild eigentlich verändert hat, wo ich sagen muss, ich bin Familienvater, ich habe ein eigenes Kind, ich bin Vorbild für dieses Kind und ich bin auch Vorbild für andere Kinder. Und von da an hat sich mein persönlicher Standpunkt um 180 Grad gedreht. Dass ich dann also gesagt habe, Fußball ja, aber Ausschreitungen nein. Und die Meinung habe ich heute noch bei. Zum Fußball gehe ich, aber ich würde mich heute nicht mehr prügeln. Mhm. Wobei der Zeitpunkt, heute bin ich 30, erst vor 5 Jahren gekommen ist. Also nach dem letzten oder unserem letzten Gespräch, 10 Jahre danach bin ich also auch noch zum Fußball gegangen und war also noch aktiv an Ausschreitungen beteiligt. Mhm. Also mir juckt es heute schon noch irgendwo ein bisschen so in den Fingern und in den Beinen. So vom Gefühl her, wenn ich das heute noch erlebe auf Schalke. Also da, ich denke wirklich nur gerne an die früheren Zeiten zurück. Da steht einer für den anderen da. Und bei uns hat es im Fanclub auch so, da kommt nie jeder rein. Wenn da jetzt einer ankommt zu uns und sagt, kann man bei euch im Fanclub kommen, dann wenn man den gar nicht erst kennt, dann kommt er erst gar nicht rein. Das muss auch schon irgendwie ein Toften sein. So. In dieser Zeit kam die Politik in den Fanclub. Es ging nicht mehr nur um Randale, es ging um mehr. Auf den Trikots erschienen Nazi-Symbole und rechte Kampflieder tauchten auf. Einer der ersten rechten Fanclubs war die Borussenfront mit Anführern wie SS Sigi oder Sid Führers Sohn. Wir stehen zu den Nazis, weil die Nazis Power gemacht haben. Und die Borussenfront, die macht genauso Power. Und deshalb stehen wir zu den Nazis und das ist ja die Macht. Und da wir die Macht sind, ne, stehen wir auch zu den Nazis, weil das die Nazis und die Borussenfront, das sind die Macht. Sid, oder wie er sich mit 23 nannte, Führers Sohn, verlor seine Arbeit, als sein Chef diese Aufnahmen sah. Heute ist der Schichtarbeiter nicht mehr politisch aktiv und möchte sich wie die meisten ehemaligen Nazis an nichts mehr erinnern. Er will seine Ruhe haben. Die Schalke-Fans wählten sich einen Totenkopf als Emblem. Für Jörg S. nur ein starkes Bild, für andere war es mehr. Dies ist unser Emblem, der Totenkopf mit Stahlhelm. So ein bisschen an die SS erinnern, da wir politisch fast alle total rechtsgerichtet sind. Rechtsradikal kann man es auch bald nennen. Wir hassen die Ausländer auch wie die Pest. Einzelne Mitglieder der Gruppe hatten diese Einstellung mit reingebracht. Die dann halt sagten, ich bin rechtsradikal, ich bin gegen Türken, ich bin gegen Ausländer. Und dann war es für mich vielleicht früher so der Reiz, der Trikot. So wie man so als Jugendlicher ist. Auch neues Trikot und so, gut. Ich meine, wir haben das gemacht, weil das ein bisschen reißerisch ist, damit wir ein bisschen auffallen hier mit dem Fanclub. Es lässt sich auch ganz gut verkaufen. Außerdem
soll das ein bisschen was gegen Juden und Ausländer und so sein. Selbstverständlich gab es Versuche, mich da reinzuziehen. Zum Beispiel mit einem guten Freund aus der Gruppe von damals bin ich ein paar Mal mit zum NPD-Parteibüro nach Wattenscheid gegangen. Die sitzen halt in so einem Bunker drin. Der sagt, Mann, da ist super, da komm doch mal mit und dann gucken wir da mal. Und dann waren da also ganz alte Schergen dabei gewesen, die natürlich jemanden versucht haben zu beeinflussen. Nur ob ich mich beeinflussen lasse oder nicht, liegt an mir selber. Gerade die Türken sind besonders schlimm. Und die Älteren so rennen zu den jungen Mädchen und labern und kommen für 50 Mark, komm mal mit um die Ecke und so. Ja, und so Leute hassen wir eben wie die Pest. Halt genauso hassen wir die wie die Dortmunder. Weil man die Leute auch kannte. Und wenn die zum Beispiel zu einem gesagt haben, dazu die scheiß Türken, dann hast du automatisch gesagt, jo, hast recht, die scheiß Eselficker oder sonst was. Weil man die Leute kannte, deswegen hat man da auch gar nicht gegen geredet, ne? Weil da zwei, drei Mann sind, die sich dafür interessieren und die dann sagen wir anfangen zu singen und den Arm hoch und dann machen da 30, 40 Mann mit. Und die anderen 30, 40 Mann, die machen sich im Endeffekt überhaupt keine Gedanken. Die singen da irgendwas nach und machen dann, wenn der Erste den Arm hochnimmt, nehmen sie alle den Arm hoch. Ich habe auch nicht gesagt, hör mal, sieh mal zu, lass uns mal zusammen reden oder so, dass wir das mal wegdiskutieren, die ganze Sache. Unmöglich, weil die Meinung so eingefleischt ist bei denen. Ich bin jetzt 33, ich bin mein Lebtag noch nicht einmal wählen gegangen, weil mich das im Endeffekt eigentlich nicht interessiert. Ich bin zwar Moser, wenn ich sehe, das wird erhöht, das wird gestrichen und alles ist eigentlich nur aus meinem Geldbeutel weg. Das, ja, aber dass ich mich jetzt für Politik interessiere, ne.